Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist euer M3D und wir sind hier wieder bei 4 angelangt. Dürfte ja hier kein großartiges Problem sein, oder? Okay. Außer dass halt das Licht ausgeht, aber das geht klar, dagegen habe ich nichts. Wir haben eine Taschenlampe, du. Penner, du. Huhuhu. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir überhaupt waren. Scheibe! Mal ein bisschen Randale machen hier. Da war doch dieser Paxton. Oh nein. Alter, was bist du? Penner! Was? Was? Hilfe! Ah, ich hab mich erschreckt. Ich hab mich erschreckt! Alter, wie viel Leben ziehen die denn ab? Krass. Sie ist eine Gefangene, in der Dunkelheit schwebend, wie das Ungeborene in der Gebärmutter. Ich werde sie bald finden und ich werde sie befreien. Fick, ich hab ihn wieder verloren. Scheiße. Die Schlampe war nackt. Die war nackt, ich hab's genau gesehen. Geile Sau, geiler Arsch, verdammt. Gib ihm. Jetzt suchen wir die Frau erst recht. Jetzt erst recht. Bäm, Randale. Hoppala, das war jetzt ein bisschen unangenehm. Sorry. So. Hier mal ein bisschen gucken. Eigentlich brauchen wir gar keine Booster mehr. Wir sind ja schon voll aufgeboostert. Oh nein. Oh nein. Mein Gott. Was halten Sie davon, Jin? In diesem Raum hatte jemand einen Tobsuchtsanfall. Übel. Na toll. Haben Sie auch was Nützliches? Ich sehe keine Einschusslöcher. Hülsen liegen auch keine rum. Hier wurde kein einziger Schuss abgegeben. Was hat Sie dann umgebracht? Keine Ahnung. Finden Sie es raus. Also dann, los geht's. Fenton muss in der Nähe sein. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Ja, ich suche da nichts. Vollständige Verflüssigung. Krass. Vielleicht eine Chemikalie. Ach was. Du hast einen Furz abgelassen. Das war das. Egal. Wir gehen weiter, Freunde. Wir ignorieren sowas. So Obdachlose. So, hier runter springen lassen. Jibi. Ah, Situation. Überreste des vermissten SSIGD-Teams wurden gefunden. Die technische Offizierin von 4 ist vor Ort und führt die forensische Untersuchung durch. Der 4-Einsatzkoordinator hat Paxton Fettels Peilsignal in dem Gebiet geortet. Über den Verbleib des Ambercamp-Personals ist momentan nichts bekannt. Der 4-Einsatzagent wird versuchen, Vettel abzufangen. Ja, natürlich. Klaro, kein Thema. Ich stelle mich dem auch gerade dazwischen. Ne? Wie sehe ich denn aus? Ne? Was? Was war das? Ich habe ja das blöde Gefühl, dass gleich diese komischen Soldaten kommen, die sich so unsichtbar machen können. Könnte da was dran sein? Okay, wir sind randvoll. Das ist ja ein bisschen erbärmlich hier. Wir sind viel zu gut für dieses Spiel anscheinend. Schade. Und noch mehr Medipacks. Alter, was ist denn hier los? Oh. Halt die Fresse! Breakdance! Ah ja! Wo ist meine Waffe? Ich habe meine Waffe weggeworfen. Oder? Nein. Bams, Junge. Ah, da auf dem Boden kriecht die rum, ihr Arschkriecher. Das läuft nicht. Bleib hier. Ich hab den mehr als verfehlt, aber naja. Wo ist der? Boah, nein! Das war natürlich gerade sehr dumm. Oh, scheiße. So. Ich laufe hier gerade irgendwie automatisch. Ah, jetzt. Wo ist meine Waffe? Da haben wir uns in die Augen gesehen und beide wollten nicht schießen. Sehr romantisch eigentlich.
So. Schöner Bildschirmschoner. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen die Orientierung verloren. Scheißendreck. Da lebt doch noch jemand, ich weiß das. Wartet. Wir gucken. Oh, ein Telefon. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Harlan Wade. Mike Harlan Wade hier. Chuck Herberger glaubt offenbar, dass ihm da Leute wegen des Perseus-Vorfalls die Hölle heiß machen. Also ich weiß nicht, wer von euch Flaschen da drüben auf die Kacke haut, aber ihr solltet schnellstens damit aufhören, weil unsere Werte hier mit jeder Sekunde schlechter werden. Es ist eine einfache Entscheidung. Ihr könnt entweder den Rat eines Experten annehmen oder ihr könnt euch auf den Arschtritt des Jahrhunderts einstellen. Der steht nämlich bevor. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ende der Nachrichten. Alles klar. Penner. Habe ich einen Tod gekriegt? Glaub ja, ne? Nice. Alter! Meine Fresse, habe ich mich gerade erschreckt. Hundesohn. Voll die Medipack-Verschwendung. Eine Pumpgun braucht kein Mensch in dem Spiel. Deswegen nehmen wir auch keine mit. Aber wir laufen nochmal kurz zurück und holen uns die Medipacks. Das wissen wir ja, wofür sie da waren. Für uns war für so dummes Schwanzlöcher, die um die Ecke kommen und uns einfach erschrecken wollen. Gibt's ja gar nicht. So. Schön, Freunde, jetzt können wir ja gut abgehen. Jetzt sind wir ja voll ausgerüstet. Wie davor auch. Nur ich sollte uns mal einen besseren Kampfstil angewöhnen. Warte mal, dafür machen wir denen die Vase kaputt. Halt die Fresse, Vase. Was habt ihr jetzt davon, ihr Penner? Gut. Dann will ich einfach mal sagen. Auf ins weitere Gefecht. Tja. Oder die Frage ist nur, wo lang? Ah, da waren wir schon drinnen, genau. Und jetzt müssen wir hier lang. Naja, hier sieht's ja irgendwie nicht schön aus. Da leuchtet das nächste Telefon. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Marshall Dissler. Hi, Marshall Dissler hier. Offenbar hatten Sie recht mit der Energiesignatur. Ist mit dem Original identisch. Ich suche noch eine Erklärung, dachte aber, Sie wollten zumindest eine Bestätigung. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Ende der Nachrichten. Alles klar. Dann mach das mal. Checkpoint wird gespeichert. Alter. Der wurde bös hier getebeutelt. Das ist eine Tatsache. Okay. Wir haben jetzt noch mal einen halben Porno gesehen. Das ist... Ja. Dass ich immer irgendwo meine Granaten hinschmeiße. Da. Dich treffe ich aus der Entfernung. Ich bin gut. Ja, jetzt habe ich hier drei Stück. Ich krieg zwar nicht alle tot. Aber. Alter! Ich bin hier gerade sehr schlecht im Kämpfen, fällt mir mal auf. Also so im Schussgefecht. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier gerade so abkacke. Ich werd alt. Gerade den mit der Schrotflinte lasse ich so nah rankommen. Genau. Scheißdreck. Dumme Arschlöcher, Mann. Komm, sag mir, dass ihr noch lebt. Irgendeiner lebt bestimmt noch. Komm. Komm raus. Hilfe. Oh, hab ich mich gerade erschreckt, Alter. Holt mich hier raus. Halt die Fresse, Fettsack. Ist da jemand? Nein, ist keiner da. So, der Spaß, der weggerannt ist, hat er Pech gehabt. Da bleibt das da drinnen und Ende aus. Diskutiere ich gar nicht mit mir hier. Das ist einfach Fakt, ne? Der Penner, der tut uns doch eh nichts Gutes. Aha. Laufe ich gerade wieder zurück oder wo laufe ich hin? Scheiß Tür. Keine Ahnung, wo wir hier hin müssen, ne? Was ist hier? Schon ein bisschen gruselig gemacht, auf jeden Fall. Das lässt sich nicht abstreiten. Aber egal, komm, wir müssen anscheinend doch diesen Fettsack da befreien. Leider doch.
Ich würde es gerne nicht tun, aber naja. Ihr wisst ja, wie das ist. Man wird immer zu unfreiwilligen Dingen gezwungen, wie eine Nutte. Da müssen wir durch, Freunde. Da müssen wir einfach nur durch. Aber wir kriegen das schon hin. Drauf geschissen. So, machen wir mal die Tür auf. Endlich! Können Sie was wegen der Bomben da unternehmen? Verdammt, noch ein Zivilist. Nestmutter, wir haben die Geisel gefunden. Hört sich an, als sei der Mann mit Sprengstoff verkabelt. Roger, ich schicke Hilfe rüber. Geben Sie mir ein Funkgerät. Bitte. Hallo? Sind Sie eine Spezialeinheit oder so? Ganz recht. Jetzt ganz ruhig, Mister. Bishop. Aldous Bishop. Sprengtrupp ist unterwegs. Okay, es gibt ein paar Aufzüge in Ihrer Nähe. Sichern Sie das Gebiet und bringen Sie das Team zu Bishop. Treffen Sie sich mit den Sprengstoffexperten bei den Aufzügen. Ja, alles klar. Wir wissen ja, wo die sind. Da sind wir ja schon mal lang gelaufen jetzt. Das ist halt unser kleiner Vorteil, dass wir schon mal da rumgelaufen sind. Yeah, baby. Das ist das Checkpoint. Ein Checkpoint heißt nichts Gutes. Eigentlich ja nicht, ne? Egal. Jemand macht sich am Sicherheitssystem zu schaffen. Vielleicht wollen die sie festsetzen. Nein! Da war jemand, oder? Penner! Eine Falle. Der dicke, fette... Ah! Hundesohn! Wieso schießt er nicht? Oh, verdammt. Oh, da ist... Da. Boah, Hilfe! Scheiße, Mann, Mann, Mann. Aber das haben wir bis jetzt gut geklärt. Oh. Nein! 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 Hilfe! Hilfe! Fick dich! Tja. Ich hab diese Granaten jetzt gewechselt, warte mal. Bams, Junge! Gearscht. Warte. Jetzt kriegt er nochmal die volle Ladung. Halt die Fresse hier. Bam. Du kannst nicht am Leben bleiben. Jetzt habe ich sie gegeben, du Drecksau. Du elender Hund. Jawohl. Ja, ja, ich freue mich auch. Ich freue mich sehr. Leider nein. Dann müssen wir wohl improvisieren. Du bist allein? Erstaunlich, dass du so lange überlebt hast. Ach was, gar kein Thema. Zurücktreten. Oh. Hilfe. Und tschüss. Wir sind durch. Geil. Ich gehe vor. Und warum? Weil ich kann. Das ist momentan so mein Lieblingsspruch irgendwie. Aber ist ja egal. So, jetzt müssen wir bestimmt zu diesem... Ich hätte mich heute krank melden sollen. Ja, ich mich auch. Aber so ist es halt, ne? Arbeiten ist halt scheiße. Wo bin der hin? Sind Sie der Bombenexperte? Ganz recht. Keine Sorge, alles wird gut. Schaffen Sie mir das Zeug vom Leib. Bitte. Das hat definitiv ein Profi verkabelt. Soll ich mich jetzt etwa besser fühlen? Er ist vielleicht Profi, aber ich bin Meister. Feueralarm? Er wurde in einem Security-Büro auf dieser Etage ausgelöst. Schalten Sie ihn aus, damit die Aufzüge wieder funktionieren. Untersuchen Sie die Ursache des Feueralarms. Ja, kein Problem. Wo muss ich lang? Da lang. Gut. Checkpoint! Checkpoint ist immer gut. Mr. Bishop, wissen Sie, warum man Sie als Geisel genommen hat? Sie haben nach Harlan Wade gefragt. Seine Tochter Alice und ich sind in derselben Arbeitsgruppe. Was für eine Arbeitsgruppe? Wir arbeiten an einer Studie über den Oberdistrikt in den letzten 25 Jahren. Warum hat uns keiner gesagt? Wo ist seine Tochter jetzt? Ihr Büro ist im Verwaltungsgebäude. Im sechsten Stock. Sag mir nicht, dass wir da hin müssen.
Aha, wir sind hier auf jeden Fall schon mal falsch abgebogen. Das ist natürlich wieder sehr gut zu wissen. Aber gut, wir haben ja dafür ein bisschen Rüstung bekommen. Und noch ein bisschen was kaputt gemacht. So gehört sich das. Freunde, so gehört sich das einfach nur. So, hier ist dunkel. Das ist scheiße. Ah, hier oben waren noch auch welche. Gut. Dann dürfte hier eigentlich nichts mehr sein, ne? Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Alice Wade. Hey Aldous, hier Alice Wade. Ich habe Kopien in Ihren Postkorb gelegt. Ein paar Zeitungsartikel über Auburn aus den letzten 25 Jahren. Die körperlichen Symptome, die alte Frau uns schilderte, werden da verdächtig oft erwähnt. Anscheinend verspürten viele Leute Unbehagen oder Übelkeit, wenn sie eine Zeit lang dort lebten. Aber falls es eine chemische oder radiologische Verunreinigung ist, warum hat die Stadt dann nichts im Boden oder im Grundwasser gefunden? Das ergibt alles keinen Sinn. Naja, wir hören bald voneinander. Ende der Nachrichten. Alles klar, meine Freunde, würde ich auch sagen, wir hören auch bald voneinander. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.